Ich geh ran. Ja, geh mal ran, ich headshotte den mal. Ich geb ihm voll auf den Sack, ja. Ich ziel auf den Schwanz. Ich glaube, das macht mir Schaden. Drauf den Penis, cool drauf den Penis. In den Nacken. Der ist auf jeden Fall schon mal gefallen, was schon mal nicht ganz so schlecht ist. Ich glaube, den einen hab ich, oder? Der betet ja hart. Oh, Schnapsan, jetzt ist er down auf jeden Fall. Und der andere ist ziemlich hart in die Knie gegangen. Von wegen, Alter, vergiss es. Oh, seine Beschwörung. Hab ich ihn? Ah, ne. Oder? Okay. Ich meine, der liegt ganz schön unten. Jetzt ist er down, jetzt ist er down. Heftig den Typen gekockblockt. Aber jetzt wird's halt richtig mies, ne? Jetzt kommt der harte Scheiß. Jetzt kommt wieder die Mondschuh-Szene. Was geht hier? Oh, Preacher, schön. Preacher. Wie sie wieder mal von allen Skeletten geschützt wird. Okay, Lute, Lute. Vielleicht bekommen wir noch irgendwas Gutes. Weil hier brauchen wir wirklich jeden Stuff, den wir kriegen können. Ey, übel. Das ist der Hellraiser Room mit den ganzen Ketten und Fleischerhaken. Kein Scheiß. Könnte echt sein. Ey, der erste Hellraiser, der war richtig durch. Internet wird sich auf jeden Fall wohlfühlen im Raum. So viel steht schon mal fest. Also Hellraiser 1 ist ein richtig geiler Film. Hellraiser ist richtig geil. Das ist extrem Film, die musst du, brutal. Extrem. Die musst du einfach komplett ungeschnitten sehen. Also das macht absolut keinen Sinn. So ein guter Film. So ein weirder Film vor allem auch. Aber durch und gut. Ultra gut, ja. Alle Leute, die noch keinen Hellraiser gesehen haben, hopp, hopp. Aber der ist hier ziemlich schwierig zu kriegen, soweit ich weiß, ungeschnitten. Naja, die Menschen im Internet wissen schon, wie sie an sowas rankommen. Ich hab, ja, aber der ist, glaube ich, auf Deutsch gar nicht ungeschnitten. Also damals, zu meiner Zeit, war der auf Deutsch nicht ungeschnitten. Auf Englisch anschauen, noch besser. Ja, ist richtig geil. Die Stimme von dem Typ ist eh die geilste. Meistens noch besser, von dem her halb so wild. Aber Hellraiser sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Ach, die kommen ja aus dem Wasser raus. Aus dem Wasser? Wo ist ja, hier Wasser? Ja, hier drüben ist so eine... Ah, okay. Die unbeschwemmte U-Bahn oder was? Ja, die kommen aus der U-Bahn raus, aber hier ist alles voll mit Wasser gelaufen. Nazi-Saft, der da drin ist, komplett bis an die Decke. Also, das hat sich Adolf zum Geburtstag gewünscht. Ich würde gerne in meinem Lieblingssaft schwimmen. Deutscher Tannensaft. Deutscher Tannensaft, genau. Aber nur flüssiges Harz. Deutsch! Baumharz. Gut für die Haut. Für den Bart. Vor allem für den Stahlbart. Wir haben ja mittlerweile schon bemerkt, dass etwas Bart wie Stahlwolle war. Jetzt geht's rund, jetzt kommen sie von allen Seiten. Wow, 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 wow. Ah. Okay, von der Seite, von der Seite, von der Seite. Er kommt von der Seite. Okay, ich mach die von vorne mal weiterhin. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Also noch läuft's. Noch ist alles gut. Töte mal die Kollegen, die hier aus dem Zombie-Nazi-Nebel kommen. Oh, fuck. Fuck. Der schlimmste Nebel von allen. Was war das denn für ein Peekaboo, Mann? Dass wir die irgendwie handschütteln können? Japan, Mann. Zu Gast bei Freunden. Benimm dich auch so. Okay, sie kommen langsam rein. Vorsicht. Heilige Scheiße. Mein schönes Deepish Mode-Shirt, man. Komplett beschmutzt. So, jemand, den ich looten kann vielleicht. Ey, was war das? Du musst vorsichtig sein mit den Explosionen, Alter. Ich wäre fast gestorben. Ich habe gerade eine Shotgun ausgepackt. Es war keine Explosion. What? Ich hab grad mir war eben gerade eine Explosion und niemand hat was geworfen. Ich habe gerade eine Shotgun in der Hand gehabt. Keine Ahnung, wo es überhaupt ging. Vielleicht irgendwo ein Tank. Oh, die Japaner gehen den Berg hoch. Mies am Klettern. Ich meine, die haben Mount Fuji zum Üben. Die wissen wahrscheinlich Bescheid, Mann. Haben ihre guten Bergschuhe angezogen. Auf jeden. Er lebt immer noch, kann das sein? Der Kleinpanantensee. Das ist ein Schwanzlutscher. Geh doch mal down mit deinem Holzbrett, Mann. Uiuiuiuiuiuiui. Okay, erstmal kurz hier. Was haben wir denn hier Hübsches? MP44. Hier drüben ist ein Safehouse. Ja. Oh fuck, da wären Raketen für einen Raketenwerfer gewesen. Panzerfauscht. Gemütlich kann man sich hier bedienen im Safehouse. Naja. Raketenwerfer, warte. Oh, die Tür ist zu. Ey, die Thompson ist crap.
Die ist richtig crap. Ja, ist nicht so geil, deswegen habe ich immer eine Shotgun dabei, die... Also ich, da sehe ich wenigstens, was ich kill, irgendwie. Gut. Bist du bereit für mehr, alter Mann? Ich bin immer bereit für mehr. Ich bin bereit. Was sind die Fliegen? Oh shit, wie sie fliegen, Mann. Zombies? Zombies, die sind, Mann, tot. Ah, fuck. Die sind einfach tot, die Typen. Einfach so, Frechheit. It's raining zombies, aber hart. What the fuck, ich bin down. Bonies, Alter. Zombado. Zombado. Ach, da drüben war ein Sniper. Ja, da ist auch noch ein Sniper unterwegs. Die Zombonis. Wo ist denn der Sniper hin? Hier in seinem Wohnzimmer sitzen, denke ich, sehe ihn nicht. Pisser. Nimm diese Kugel als Zeichen meiner Dankbarkeit. Was ist denn das hier? Kann ich hier wieder eine besessene Puppe... Ausrotten, hat er gesagt. Das ist ja frech, was? Der Junge. Wenn die Zombies dir sagen ab und zu was, und die hat eben so richtig schön ausrotten gesagt. So ausrotten. Ausrotten. Wir müssen die Juden ausrotten. Das ist wahrscheinlich, oh, what the fuck? Das ist wahrscheinlich der einzige Gedanke, den der Kerl seit 20 Jahren hat. Na gut, seit... Und down. 12 vielleicht. Vorsicht, da hinten sind harte Explosionen. Was, wo? Hier sind ziemlich viele Sachen, die explodieren können. Achso, du meinst die Kanister, ja. Ich wette, hier kommen ziemlich viele. Wenn hier so viele Kanister sind... Ja, es geht los. Oh, da kommen sie. Heftige Feuer. Hitlers Beste. Wand-Ding, was auch immer. Wantan? Wantan. Wenn ich dann, Wantan. Weiß auch nicht. Oder wie der japanische Philosoph Wat Nu immer gesagt. Der Rechtsanwalt Wat Nu. Der Rechtsanwalt Wat Nu. Wat Nu. Ja, und Wat Nu? Shit. Warte mal, kann man? Nein? Okay, schade. Okay, da drüben kommt Peng Ai weg. Peng Ai weg, Mann. Hitlers Erzfeind. Ich wollte gerade sagen, das ist doch wahrscheinlich... Geht auch wieder der Hodenneid los. Wenn der Führer das mitbekommt, wird er wieder ununterbrochen schreien. Warum muss eigentlich immer ein Zombie mir von hinten an Knöchel fassen? Ich weiß auch nicht. Magst du nicht an Knöchel gefasst zu werden? Nee, wer mag das schon? Es gibt ja so Leute, die irgendwie das voll nicht leiden können, wenn sie jemand an Bauchnabel fest. Das ist auch echt eklig. Also ich weiß nicht. Aber so, wenn jetzt random auf der Straße irgendeiner mir entgegenkommt, die mir einen Bauchnabel fest, das ist schon so einem nassen Finger auch noch? Alter, so ein nasser Fuzzi im Bauchnabel, Mann. Die dreckige Sau, der kriegt einen Dropkick, Mann. Der kriegt einen Dropkick, Mann. Dem seine Träume Elbow drop ich auf jeden Fall. Warum sind da hinten Kerzen? Nazis brauchen Stimmung beim Schlachten. Ambiente, Mann, weißt du? Achtung. Ein Nazi kann nicht in jeder Umgebung glücklich sein. Nee, Nazis sind eben keine seelenlosen Maschinen. Das können ich einfach töten. Nee, um Gottes Willen. Ach, komm schon. Das Antwort war für kein Problem. Ich nehme auch die Pistole. Ey, der eine macht hier mies den Chicken Run. Chicken Dance. Oh, den habe ich in der Mitte durchgeteilt. Das war peng, cool. Peng, peng, peng. Was? Ich habe eben gerade einen in der Mitte durchgeteilt. Ich war gerade beschäftigt, mich selbst zu bespaßen. Es tut mir leid. I was having too much fun. Johnny Murphy. Bam. Zack. Hadouken. Es gehört zum guten deutschen Ton. Einfach den Stiefel zur Begrüßung. Haben wir denn hier? Ist das vielleicht ein Weinverkäufer? Nein. Irgendwas sagen die immer. Also viele von denen reden. Zombies reden total mies im Schlaf. Ich glaube, der hat eben gerade gesagt, Weinverkostung. Weinverkostung. Vielleicht hat er Bock auf Käsehäppchen. Hat jemand eine Käseplatte? Hitler ging nie ohne... Judengold. Ja, Hitler ging nie... Oh, Munition hier drüben. Alter, das gute Judengold. Was Hitler ging nie ohne Käseplatte aus dem Haus. Immer, der hat immer einen immer im Auto eine dabei, gehabt. Immer, ja. Immer ein Typ im Kofferraum, der sofort aussteigt und ihm Käse anbietet.
ihm reicht, weil wir wissen, ja, Käse schließt den Magen und auch jede Mission. Ja, der Führerkäse. Der Führerkäse, weißt du, du kannst nicht einfach... Der gute Brie. Der gute Brie. Wenn es doch irgendjemand ein Problem hat, nein, das ist auch besser für euch. Wer schreit hier schon wieder rum? Ja, da, hier. Leg dich hin. Ich glaube, ihr steht wieder auf. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Dafür habe ich gesorgt. Ghetto-Style, Mann. Niedertreten und ins Gesicht schießen. Wow, okay. Okay, okay. Oh, shit, Vorsicht, nett. Achso, die macht ja eh nichts. Da war schon eine Mine von mir drin, Bro. Die Mine hat geregelt. Guck mal, ohne Kopf kommt der hier noch mit seinem Klappspaten. Ist ihm scheißegal. Wir haben schon, sehen, wenn er einen Spaten hat. Vielleicht. Ist auf jeden Fall eine Sniper V2-Mission, fällt mir gerade auf. Jetzt wollen wir hier hochklettern. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, auf jeden Fall. Ist das nicht die Mission, wo man einen aus dem Auto ballern muss oder so? Wie war das? Ich weiß nur, dass hier das Luftabwehr und sowas war. Und man ist am Ende, glaube ich, mit einem Flugzeug geflohen. Ich glaube, das ist doch sogar die letzte Mission hier oder eine der letzten. Nee, ich glaube nicht, dass es die letzte ist. Nein? Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall relativ, also nicht am Anfang im Spiel. Nee, so am Anfang ist es nicht, aber du startest unten an so einem engen Gang. Ja, du brauchst, glaube ich, ewig, bis du hier auf dem Alles Ciao, klar, oder? Ich ja, bin irgendwie nach unten gecrashed. Okay, ich bin ja, jetzt kommen wir hier in diese, da wo man so in der Sniper-Elite-Mission so viel schleichen musste. Klar, ja, dieses übel, Museum übel, oder was das ist. Genau, genau, diese Palast oder was auch immer, wo du dann. Wo so viele Gänge waren, ja. Übel, ja, genau, das ist das Ding, wo doch langgezogen war. Aber es war nicht das Ende. Ich weiß nur, dass du am Ende, glaube ich, mit einem Flugzeug geflohen bist, oben vom Turm. Das kann sein, ich weiß gar nicht mehr. Müsste ich lügen. Und wer tut denn sowas? Ins Internet gehen und lügen? Das würde doch keiner tun. Außer jeder Zweite. Klar bin ich ein Mädchen. Klar bin ich über 18. Natürlich kannst du hier draufklicken und dein Penis wird größer. Nein, Mann, alles lügen. Alles lügen. Das Internet hat mich noch nie angelogen. Echt jetzt? Nö, wann dann? Internet lügt ja auch nicht. Ich bin erfolgreicher als Player. Meinst du, es lügt auch nicht, wenn da so Pop-Ups reinkommen im Sinne von Frauen in deiner Nähe wollen ficken? Glaubst du? Natürlich, alle Frauen in meiner Nähe wollen ficken. Ist ganz klar. Ich kann mich gar nicht retten, es ist echt schlimm. Also bei mir ist echt schlimm. Ich gehe mal raus mit so einem Regenschirm, weißt du, wo ich schon irgendwie versuche, mein Gesicht zu verdecken und gleich irgendwie entgegenzuwirken. Ich will mal Angst. Das ist doch Frauen in meiner Nähe, die sind alle so feucht. Unheimlich, ist echt unheimlich. Das ist furchtbar, man, die rutschen sogar aus. Ohne Gummistiefel gehe ich nicht aus dem Haus. Das ist gefährlich, Mann, das ist gefährlich. Noch zwei Kollegen. Was haben die beiden gemacht, Mann? Von hinten natürlich wieder mit irgendeinem Scheiß in der Hand. Ich will nicht wissen, was die Kollegen da hinten mit ihren Anuslöchern eingestellt haben. Guck mal, die stecken hier teilweise im Boden drin. Mit ihren Ani. Was ist die Mehrzahl von Anus? Anusse? Ani? Anus. Anus. Oh, fuck, ein Dicker. Okay. Geile Stelle für einen Dicken. Echt geile rüber, Stelle. Alter. Wir können hier rausspringen. Ja, ich bin schon hinter dir. Das war der Typ mit Nathan. Oh nein, ich erinnere mich. Das war richtig mies. Hier kommen ganz viele Beschwörer. Das wird richtig dreckig. Oh, Freude. Und nochmal ein Fetter. Ja, das wird richtig ugly. Okay, wo ist denn der eine wenigstens? Lass mal Skelette erstmal hier wegnaschen. Na, mach mal, du kannst sie verzehren. Ich kümmere mich schon mal um die Helme von den beiden Buff-Nazis. Achtung, hier kommen ein paar, ich hol die weg. Du chillst, ich Skelette. Damn Headshots, Mann, damn Headshots. Warte mal, jetzt machen wir mal smoothen Wandwurf. Ey, weiter nach hinten, weiter nach hinten. Fucking Physics, was ist los bei euch? Broken, sag ich euch. Alter! El Bote Catholico! Okay, Helm ist weg. Preacher regelt, man. Son of a Preacher Man. Weiß gar nicht, wen er angreifen soll. Dieser Zombie hier drüben wurde aufgespießt. Großer Nazi. Mit seinem Anus. Ey, was haben die hier getrieben? Kein guter Dienstag für ihn. Scheiße, ich sollte erstmal ganz kurz chillen. Oh nein, der eine kommt direkt zu mir. I need to run. Jawohl, einer ist down.
And fucking hide. Mir ist gerade aufgefallen, halt mal C gedrückt. Ja, ich weiß. Nicht C. Klar, du kannst die Luft anhalten. Nein. Man kann sich ja hinlegen, man kann ja prone gehen. Ach so, ja, das kann man auch, klar. Ja, das Sniper-Lied irgendwie, habe ich nämlich einmal gemacht im Spiel. Na gut, in dem Zombie-Game macht es auch weniger Sinn irgendwie. Aber da weggehauen. Was los, Mann? Da hatten ein bisschen Sand im Getriebe, die waren echt Pussys. Kugel auf Kugel. Aber es wird noch schlimmer, das waren nur die... dein Eiern des anderen drückst. Kugel auf Kugel, Bro. Im Knast haben wir immer Ei auf Ei gemacht. Zusammen haben wir 5 Hoden. Warum hast du nur einen? Was? Nein, ich hab's 3. Okay, ich glaube, da hinten kommt jetzt dieser Beschwörer, Heini. Alter, da oben stehen irgendwie 4 Sniper rum. Fällt mir gerade auf. Ja, bei der Gang hier, glaube ich, war der Beschwörer Heini-Gang. Der Beschwörer Heini-Gang? Wie sollen wir heimgehen? Wer lädt die eigentlich immer ein? Was sind das hier für Freaks? Ich meine, das ist nur ein Furz. Das ist nur Schwefel. Oh, shit. Ich habe einen Schutz, der funktioniert. Das sind meistens keine guten Zeichen. Hier geht's mies zur Sache. Ich habe die Bibel gemobst, die Führerbibel. Joink. Und jetzt geht's rund. Von hinten und von vorne. Fuck, Alter, Hitler mag's nicht, wenn er seine Bibel suchen muss. Ja, da hinten steht schon einer. Kommen sie wieder von allen Seiten, Mann. So ein Vetter oder wer? Ja. Mike, der Beschwörer-Zombie. Mike, der Beschwörer-Zombie. Alter, was war das? Ich bin down und da, wo die Bibel lag. Jetzt okay. Ist nichts los. Hol mich lieber jetzt. Ich renn. You will need my help, Stranger. Da bin ich mir relativ sicher. Ganz alleine wird es nicht so spaßig, glaube ich. Nope, mein Freund, nope, den Not, nope. Hab ich schon 50 Mal wiederbelebt oder was auch immer. Ja, ich bin alt und gebrechlich. Ich merke schon, Mann, was ist los? Ist immer die Halbseiten spaßiger nehmen muss, die sofort umfallen. Wenn sie von einem Nazi nur angehaucht werden mit seinem Krauthals. Sei froh, dass ich keinen im Rollstuhl spiele. Oh, Alter, fang die Pre. Oh Gott, ich muss nachladen. Moment. Alles klar, ich hau hier schon mal ein bisschen was weg. Ey, die kommen alle hier mies aus den Flammen rausspaziert. Alter, wie sie ihn umnatzt, Mann. Das ist einfach die Shotgun vor dem Herrn, Mann. Ich hätte Hitler eine persönliche Shotgun gehabt, wäre es die Preacher gewesen. Auf jeden Fall. Der Priester. Deutsch. Deutsche Qualität. Junge, Mann, die haut schon rein. Kannst du den Hoden zu Platzen bringen. Guck mal, wenn da was Schaufel rumläuft. Okay, der Burning Man ist down, ne? Ja, das ist down. Er hat ein bisschen zu lange an meiner Shotgun geschnüffelt. Die letzten hier, die stiefel ich. Die letzten werden gestiefelt. So wie sich's gehört. Wer zu spät kommt, den stiefelt das Leben. Oder Kies. Oder ich. Je nachdem, wer gerade da ist. Ah, hier drüben hin. Krasses Gemälde. Oh fuck, krasser Trick mit der Tür. Schließe die letzte Prüfung ab. Ist die letzte Prüfung. Oh shit, was ist das hier? Mengele, da ist er wieder. Okay. Ich mach mal den Nate da nach hinten. Natürliche Mengele. Ist der down? Ein Schuss? Ich hab ihm einfach einen Headshot gegeben. Aber er macht doch eine Welle fit. Mach mal einen Headshot, wirklich. What the fuck, ernsthaft? Oh, von beiden Seiten, Vorsicht. Ja, aber dass es jetzt so einfach geht, hätte ich es auch nicht erwartet. Alter, wie es durchsägt. Holy shit. Oh mein Gott, da fliegen wir aber wirklich die Eingeweide entgegen. Das ist echt nicht mehr feierlich, Mann. Das kannst du vergessen, Mann. Hier drüben kannst du hart in die Dose greifen. Oh ja, ich hab schon Bock, in die Dose zu greifen. Ist auf der anderen Seite andere Dinge, oder? Alles klar. Das war die letzte Prüfung? Irgendwie schon. What? Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, aber okay. Ich hatte es irgendwie auch schlimmer in Erinnerung. Irgendwie damals war das härter, das Ganze. Wir sind einfach zu heftig für die. Sehen wir da oben Titten? Weiß nicht. Aber ziemlich muskulöse Titten.
Da war Tony Stark daneben. Ja, die schwarze Frau weiß Bescheid. Übel weiß sie Bescheid. Da lang, Alter, da ist ein Halt. Hakenkreuz. Guck hier, guck dir die das muskulösen Zeichen, schon mal Titten an. Schau dir die muskulösen Titten an. Oben in der Mitte Tony Stark, Mann. Das Zeichen habe ich schon mal gesehen. Das war's wieder. Zur Hölle. Und ich habe die derbste Combo in der Geschichte der Combos hingelegt. Das war heftig, Alter. Also da kam ich ja gar keine Chance mehr an die Punkte ranzukommen. Ich meine, ich habe noch ein bisschen aufgeholt, aber heilige Scheiße, da hast du vorgelegt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie immer, Bewertung und Kommentar nicht vergessen. Danke fürs Zusehen und tschüss. Haut rein.